Der Donald Trump hat das Coronavirus am Anfang an klein geredet. Er hat gesagt, das sei nur so eine kleine Grippe, die gleich mal vorbeigehen. Aber jetzt hat es schon 10'000 Tote gegeben weltweit. Und es ist eine Pandemie, also ein Ausnahmezustand für die Wirtschaft. Und man muss Detailhandel und das Gastgewerbe, sogar die Coiffeure, muss man beurlauben. Also sie dürfen ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Und die Prostituierten haben auch keine Kunden mehr. Und jetzt muss man alles zurückhalten und unterbinden. Die Geschäfte dürfen nicht mehr offen haben. Und man ist vom Staat auf 20 Milliarden angewiesen. Der Uli Maurer hat vielleicht schon recht, dass man da endlos Geld muss verschenken oder einfach um einen zinslosen Darlehen muss. Die Corona-Krise muss überbrücken. Also ich denke, es wird ins Unendliche gehen und es werden sogar Billionen gebraucht, bis nachher der Coronavirus wirklich wieder besiegt ist. Und wer kann das zahlen? Also der Staat wird irgendwann nicht mehr können zahlen für die Finanzhilfe, für die kleinen und mittleren Gewerbe. Und die Restaurants und Hotels werden wahrscheinlich Konkurs gehen, die meisten. Und der Coronavirus wird wahrscheinlich noch Millionen von Toten geben. Also die Krise ist noch lange nicht ausgestanden. Wie die Chinesen behaupten, die Corona-Krise sei in China vorbei. Aber die Statistiken, die sie vorlegen, sind frisiert, nach oben frisiert natürlich. Und Lüge bringt nichts. Man muss jetzt mit der Wahrheit arbeiten, man muss die Geschäfte schließen. Und die Leute müssen daheim bleiben, bis das Coronavirus ausgetrocknet ist, bis er besiegt ist. Und vorher gibt es keine Ruhe, sondern einfach nur zigtausende Tote. Und das wollen wir ja nicht.